Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Warhammer 40k Space Marine. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut, und wenn nicht, dann, und wenn nicht, dann schaut zu, dass ihr das wieder ändert. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Wow. Ey. Sag mal. Zeit zu starten. Okay. Ich werde dich um Morgen zu töten. Also so in diesen beengten Räumen sind diese Explosions Hündchen, sag ich jetzt mal, Adeptus Astartes erkannt. Äußerst nervig. Was ist denn das? Melter freigeschaltet. Ah, der Vulkansturm Schema Melter feuert molekulare angeregte Hitze über kurze Entfernung. Diese Schusskraft geht von auf Kosten geringer Munitionsvorräte und einer langen Nachladezeit zwischen den Schüssen. Selbst hier ehren die Tech-Priester ihren Maschinengott. Okay. Ja, wollen wir mal gucken. Oh! Okay, das Ding gefällt mir. Space Marines zum Töten! Dann holen wir uns ein bisschen Energie. Ist ja nie verkehrt. No. Hör mal! Bitte in die Richtung, wo ich gucke. Munition. Okay, also das Ding ist cool. Das gefällt mir, der Melter. Okay, gleich einen Schädel gefunden. 5 von 10 Errungenschaft, okay. Ah, ich mag das Setting hier. Es hat was. Schön schmutzig, röhrig und runtergekommen. Röhrig? Naja, weil so viele Röhren da sind. Ich glaube, ich weiß was. Ihr wisst, was ich meine. Hi, Kumpels. Oh oh. Die rennen doch nicht einfach nur so aus Spaß weg. Genau. Nehmen wir die Knifte. Da hinten. Okay. Ein Aufzug. Ein aufzügiger Aufzug. Ich mag Aufzüge. Sie machen es so bequem, von einer auf die nächste Höhe zu kommen. Ja. Okay. Was haben wir hier?
Adeptus Astartes erkannt. Zugriff autorisiert. Überlegene Wildheit freigeschaltet. Oh, mein Handy ist nicht auf lautlos. Moment. So. Optimal vorbereitet. Ja, ich bin Profi. Überlegene Wildheit. Die Wildheit, der Wildheitsmodus verbraucht Wildheit nun deutlich langsamer. Nutze diesen Vorteil, um deine Feinde der Menschheit zu vernichten. Die, nicht deine. Benutze bla 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 und bla bla bla. Genau. Ja, das ist schon mal praktisch. Also können wir das alles ein Stückchen weiter ausweiten, was nicht verkehrt ist. Ja? Noch mehr Menschen. Oh. Nein, nein. Au. Oh. Ah. Bisschen Lebensenergie brauche ich, komm. Und gleich nochmal, bitte. Ah. So, hier, von dir holen wir uns auch nochmal Energie. Gut. Nein. Wow. Na komm. Lebensenergie. Ah. Und noch mehr, bitte. Eieiei. Alter. Ja, komm, von dir holen wir uns auch noch was. Die wollen es gerade echt wissen. Na, oh. Das Blut der Märtyrer ist die Saat des Imperiums. Was hat mich denn da weggerotzt? Eine Granate? Was war's? Adeptus Astartes erkannt. Zugriff autorisiert. Ja, das wissen wir jetzt. Jetzt geht's los! Schießt Oh nein. Ah, ich höre doch wieder. Wo bist du? Okay. Lebensenergie, gut. So. Okay, haben wir noch Fragen? Nein, haben wir nicht. Ja, manchmal ist es etwas schwierig. Man ist zwar dick gepanzert, aber... Ja. Oh. Hi, Kumpels. Titus. Seid gegrüßt, Brüder. Irgendeine Idee, wo wir sind? Wir müssen uns einem Ausgang zur Oberfläche nähern. Die Luft riecht etwas sauberer. Ich kann keine Tunnel mehr sehen. Verschwinden wir und finden den Inquisitor, bevor die Orks es tun. Na, dann machen wir das mal. Kommst du bitte auch runter? Nein, er kommt erstmal anscheinend nicht runter, weil er da oben festhängt. Na, super, ich. Ach, jetzt wurde er gespawnt. So kann man es natürlich auch machen. Ochs. Menschen zu Betten! Zerschlagung!
Oh, da höre ich doch wieder. Na, da. Meine Füller können ja, glaube ich, nicht fallen. Noch mehr davon. Oha. Wow. Bisschen Lebensenergie. Hat der einen Raketenwerfer einfach? Genau, das Leben holen wir uns. Ja, also so langsam merke ich, es zieht so ein bisschen an. Endlich! Ein Weg an die Oberfläche! Na, das ist doch schon mal schön. Aber wenn wir jetzt auch mal so stärkere Rüstung oder irgend sowas kriegen würden, das wäre schon mal eine nice Sache. Aber wenigstens haben wir wieder einen Himmel über unseren Köpfen. Unser Treffpunkt befindet sich in dieser Richtung. Was erhoffen sich die Orks davon, so viele abzuschlachten? Schrecken verbreiten. Die Miliz demoralisieren. Grausam, aber wirkungsvoll. Das ist keine Kriegsstrategie. Für Orks ist das Sport. Ah ja. Medizinische Vorräte erschöpft. Na, das ist aber nicht gut. Medizinische Vorräte erschöpft. Ah ja, aha. Was kommt jetzt? Bestimmt nichts Gutes. Okay. Was ist oder war das? Achso, ja, stimmt. Es liegt ja alles quasi unter Beschuss. Millionen weitere von denen. Unser Plan bleibt derselbe. Den Inquisitor und die Energiequelle von hier wegzubringen. Titus, wenn Sie das Manufaktorum einnehmen, wird es sehr schwer, Sie wieder da rauszubekommen. Wir sind Ultramarines. Orks sind kein Problem. Wenn wir eine Woche Zeit hätten. Aber bis dahin werden die Orks herausgefunden haben, wie man die Titanen zerlegt. Space Marine. Laserkanone freigeschaltet. Die tragbare Astartes-Laserkanone feuert einen geladenen Energieschuss zusammen mit einem starken Laser und kann aus extremer Entfernung fast jede Rüstung durchschneiden. Besitzt eine starke Zieloptik mit variabler Vergrößerung. No? Oh. Zugriff gewährt. So ist das. Wer bist denn du? Ork-Raketenwerfer auf den oberen Ebenen. Ah ja. Wir sind am Arbeiten,
Dann sollten wir mal sehen, dass wir denen nicht so viel Freiraum lassen, sondern dass wir ganz schnell, ganz nah an die rankommen. Die Munition. Warte mal. Wenn ich hier gerade zurück... Nee. Nee. Oh. Truppen vom Imperator. Ach nee, doch nicht. Ja, voll vorbei. Keine Angst, wir schießen gleich nochmal auf dich. Energieaxt, wegen Energieaxt getauscht. Was habe ich? Okay. Haben wir eigentlich? Eigentlich ist aktuell doch ganz gut so ausgerüstet. Oh. Pfeif drauf. Wir gehen auf. Oh. Na? Na komm, ey. Ich brauch etwas Leben. Ja, leben. Danke. Noch ein bisschen leben. Okay, der Granatwerfer. Ist ja bescheuert, das Ding. Das schießt die Granate und, was denn das? Taste? Nein. Wie war denn das nochmal? Ach, mit R. Ah, okay. Okay. Alles klar, Freunde. Noch mehr Brocken! Wo geht's denn jetzt hier lang? Ach, da. Ja, natürlich noch eine Welle Orks. Und dann wird's noch eine geben und noch eine. Hey, hey. Na, in Ordnung. Jetzt wäre es so langsam doch mal praktisch, eine andere Waffenkombi zu nehmen. Ah, ein Schädel. Munition.
Wenn Sie verletzt sind, kehren Sie zu Ihrem Quartier zurück. Der Maschinengott wacht über Sie. Ach, macht er das, ja? Das ist aber... Wo ist er denn hier? Achso, nee. Nee, passt eigentlich. Granatwerfer will ich jetzt so schnell nicht missen. Arbeiter der Klasse 9 und darunter haben keinen Anspruch auf medizinische Versorgung. Space Marines! Nochmal, schießt doch mal auf! Grün heute im Anmarsch. Ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Komm, renn! Wow, na toll. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Na gut. Arbeiter der Klasse 9 und darunter haben keinen Anspruch auf medizinische Versorgung. Zerschlag das Factory! Zum Angriff! Unser Menschen sind grün heute im Anmarsch. Factory! Na, komm! Lebensenergie, bitte. Danke. Auch weiter. Wow! Alter! Okay. Mann. Ey Brüder, würdet ihr vielleicht mal... Boah, rennt mir doch nicht die ganze Zeit. Na, wie wär... Ja. Boah, jetzt fliege ich da schon wieder runter. Ist doch nicht wahr. Nee, komm. Die Lebensenergie brauche ich. Also so eingekeilt wird es schwierig. Da ist das gar nicht mehr so einfach hier. Na, holen wir. So, und dein Leben her. Die Tech-Priester müssen die Gebäude alle abreißen und neu aufbauen. Da, Drogan wollte dieses sich an diesem Mal Monument treffen. Massengrab. Aha. Na, komm, geh jetzt endlich down, Mann. Alter. Der hält ja auch was aus da. Na gut.
Warum nicht? Aus Schaden wird man klug. Evakuierungszentrum Gamma halten Sie vor. Krematorien 15 bis 48 arbeiten mit voller Kapazität. Das ist doch schön, dass die das machen. Ah, da hinten ist er doch. Der Inquisitor. Inquisitor Drogan, wir müssen sie von hier wegbringen, bevor wir von Orks überrannt werden. Sie waren der unabgeschirmten Energiequelle ausgesetzt. Im Generatorraum, ich habe es gesehen. Ja, sie haben pure Energie des Warps berührt. Wie können sie noch leben? Die Energiequelle nutzt Warp-Energien. Das Material des Chaos. Ketzerei. Meine Arbeit gegen die Xenos hat den Segen des Imperiums. Kann Ihre gesegnete Arbeit uns gegen die Orks helfen? Meine Forschung steht unter äußerster Geheimhaltung. Das Imperium verbietet ihre Nutzung ohne Genehmigung. Betrachten Sie das als Ihre Genehmigung. Wie Sie meinen. Die Energiequelle treibt in meiner Forschungseinrichtung eine experimentelle Waffe an. Die Psi-Geißel. Sie könnte die Orks zerstören. Und warum haben Sie diese Geißelwaffe nicht schon früher erwähnt? Die Psi-Geißel wurde noch nie getestet, Sergeant. Bei einer Fehlfunktion könnte sie den Planeten in zwei Teile zerbrechen. Wir haben keine Wahl. Wir feuern die Waffe ab und riskieren es. Die Psi-Geißel ist in der Kaltes-Einrichtung, meinem Forschungslaboratorium. Das ist weit von hier. Wir brauchen eine Transportmöglichkeit. Captain, wir sind nicht weit von dem Platz, zu dem Leutnant Mira wollte, dem Sammelpunkt der imperialen Armee. Sie werden Walküren haben. Wir können zur Einrichtung fliegen. Suchen wir den imperialen Außenposten. Genau, aber diesen suchen wir erst in der nächsten Folge und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.